Versteckt euch, Freunde. Ein Baumstern, zwei Baumsterne, drei Baumsterne, vier Baumsterne. Wieder unser Versteck auf. Nicht gefunden. Hab ich doch. Ich hab dich da gesehen und jetzt bist du hier. Also muss ich dich auch gefunden haben. Robi hat recht. Sie dich gefindet. Du bist dran, Zera. Japp, japp, japp. Wie kann ich dran sein, wenn ich euer Spiel gar nicht mitgespielt hab? Zera, ist alles in Ordnung? Nein. Ich hab Tria angemotzt, weil sie sich um ihren hübschen Stein mehr Sorgen gemacht hat als um mich. Warum hast du das gemacht? Ich hab's ja nicht so gemeint, aber ich war irgendwie sauer. Und warum warst du sauer? Naja, durch einen kleinen Unfall ist ihr Lieblingsstein in das schnelle Wasser gefallen. Wenn das nur ein Versehen war, dann kannst du einfach sagen, ups, ieps, und dich bei ihr entschuldigen. Jetzt sagst du einfach ups, ieps zu Tria und dass dir die Sache mit dem verlorenen Stein leid tut. Das ist ja schön und gut, Ducky, aber das reicht nicht aus. Ich muss noch mehr machen. Hey, wie wär's, wenn wir Tria alle Baumsterne bringen, die wir aufgehebt haben? Bevor wir bei ihrer Schlafstelle sind, hat Spike sie längst aufgegessen. Ich weiß was. Wir könnten ihr ein paar Fusselkrabbler oder ein paar Bummflieger bringen. Die hast du alle aufgefuttert. Ich weiß was. Wir können doch zur Schlucht der Glitzersteine gehen und Tria einen neuen Stein bringen. Ja! Petri, was ist denn los? Ich... nicht sicher, ob ich hingehen will. Wieso denn nicht? Schlucht der Glitzersteine in die Nähe von Rauchenden Berg. Ja, und? Ich nicht mag Rauchender Berg. Das ist ein böser Ort, viel zu rauchig. Also das verstehe ich nicht. Was ist denn am Rauchenden Berg so schlimm? Das ist großer, schwarzer Rauch, der macht die Himmel dunkel und spuckelig. Manchmal sind es da ganz schüttelig. Hey, hör mal, niemand will, dass du etwas tust, wovor du Angst hast. Alles klar, danke. Moment, Sie denken, ich ängstlich? Oh. Ah. Hey, wartet auf mir! Rauchende Berg. Wow, der Rauchende Berg ist ja tatsächlich ein Berg, der raucht. Manche nennen ihn auch den Krachberg, weil er manchmal Krach macht.
Er macht Krach. Wow! Seht euch das an. Der rauchende Berg ist wunderschön. Ja, wirklich. Finde ich auch. Er sieht gar nicht so schlimm aus. Nicht wahr, Petri? Nein. Und die Schlucht der Glitzersteine ist gleich da drüben. Wir laufen einfach über den Rand und 1, 2, 3, fix sind wir da. Siehst du, Petri, hier gibt's nichts, wovor du Angst haben musst. Petri nicht ängstlich, klar? Petri keine Angst vor rauchenden Berg. Ehrlich gesagt, ich könnte auch über rauchenden Berg fliegen, wenn ich will. Huh? Oh, Petri, tu's nicht. Das musst du wirklich nicht machen. Doch, ich das machen. Alle Augen aufgesperrt. Er macht es tatsächlich. Ich es gemacht. Ich fliege über rauchenden Berg. Nicht hätte tun sollen. Jetzt der Berg sauer auf mir. Komm zurück, Petri! Du schaffst es! Petri, flieg! Ich fliegt ja schon! Ich fliegt ja schon! Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Ach, da haben wir aber Glück gehabt. Glück? Das war Unglück. Ich beinahe von Feuersteinen getroffen. Und die ganze laute Krachbumm nur meine Schuld. Wie kommst du denn auf die Idee? Rauchender Berg mag nicht Flieger. Ich ihn sauer gemacht. Das ganz schlimmes Ort. Das ist doch verrückt. Petri, dein Flug hat den Berg nicht sauer gemacht. Woher du wissen? Ich fliege drüber, er macht Bumm. Ich höre auf mit Fliegen, er macht nicht mehr Bumm. Na ja, da ist was dran. Dann flieg einfach nicht mehr rüber und es wird nicht mehr passieren. Keine Sorge, mir nicht mehr fliegt da drüber. Mir hier kein bisschen mehr fliegt, Freunde. Hey, ich denke, wir sollten uns lieber beeilen, bevor es dunkel wird. Jetzt verstehe ich auch, warum der Ort Schlucht der Glitzersteine heißt. Seht euch das mal an! Oder den hier! Und hier ist ein ganzer Haufen! Ach, sind das viele! Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Hier, der! Das ist der richtige. Der ist sogar noch hübscher als der, den ich verloren habe. Der ist ja noch schöner als schön. Ja, das ist er. Ja. Ich muss ihn nur irgendwie abkriegen. Wollen mal sehen. Oh, schnell, haltet ihn fest. Ich hab ihn. Oh, ich hab ihn doch nicht. Das ist nicht gut. Nein, das alles meine Schuld. Rauchberg immer noch sauer auf mir. Stinke sauer. Wir müssen aus der Schlucht raus, bevor die fliegenden Feuersteine den Berg runterrollen und uns den Weg versperren. Sarah, was machst du da?
Glitzerstein mitzunehmen und das mache ich auch. Schnell zurück in die Schlucht! Beeilt euch! Ich bin nicht da. Oh. Hey, wo willst du hin? Oh, oh. Legt den Zahn zu, ihr Lahmdinos. Wenn wir da oben raufkommen, sind wir sicher. Schnell, mir nach, Freunde! Worauf wartet ihr noch? Sieh nicht so, Spike! Oh, oh je! Oh nein! Beeilt euch! Nicht stehen bleiben! Hilf mir! Ich hab dir, Ducky! Oder auch nicht! Glitzersteine, nein, nein, nein! Petri, du musst Hilfe holen! Ich flieg hier nicht, nein! Dann wird Berg noch mehr böse! Wie böse kann er denn schon noch werden? Petri, du hast den Berg nicht sauer gemacht! Selbst wenn's so wäre, müsstest du jetzt fliegen! Du bist unsere einzige Rettung! Na schön, also gut, mir fliegt! Petri, ich weiß, du schaffst es. Ich nicht so sicher wie Ruby. Mir macht nicht Berg sauer, mir macht nicht Berg sauer, hoffentlich. Liegt es etwa an mir oder ist es plötzlich heißer geworden? Es ist irre heiß. Ich sag's nur ungern. Aber ich hab Hunger. Ich wünschte, du würdest mich nicht so ansehen, wenn du das sagst. Ja, das tue ich. Jap, jap, jap. Freunde, wir kommen! Petri, du bist der Größte! Ah. Ja. Ja. Ja! Ja! Großmutter! Großvater! Wir helfen euch, Littlefoot. Na dann kommt an Bord, Kinder. Ich bring euch auf die andere Seite. Und ihr kommt mit mir. Hey, das kitzelt. Immer schön langsam, einen Schritt nach dem anderen. Tria! Rate mal, was ich für dich habe. Wir sind extra hierher gekommen, um für dich einen Glitzerstein zu suchen und... Sarah, pass auf! Sehr leid, Tria. Ich meine alles. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Du bist mir viel wichtiger als alle Glitzersteine zusammen. Hey, Freunde, seht doch mal! Weitwanderer! Diese Herde Wanderer kommt mir bekannt vor.
Das ist Tippi. Spiky! Tippi sieht Spiky! Tippi hat dich vermisst, Spiky. Hey, Tippi hat ja sprechen gelernt. Kennt Spike etwa diesen kleinen Stachelschwanz? Sie sehen aus wie freundliche Freunde und spielfreudige Spielkameraden. Tippis Herde war schon mal im großen Tal. Daher kennen sie sich, weißt du? Ducky, du bist doch nicht sauer, wenn Spikey mit Tippi spielt, oder? Als sie das letzte Mal hier war, warst du ganz schön traurig. Tippi und Spikey sind zwar gute Freunde, aber ich weiß, dass Spikey und ich eine Familie sind. Ich möchte, dass Spikey glücklich ist. Und mit Tippi spielen macht ihn glücklich. Los, kommt, Freunde! Hinterher! Tippi ist dran! Tippi ist dran! Hallo, Spikey. Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Hallo, Kinder. Hallo. Was führt eure Herde ins große Tal? Oh, das ist eine ziemlich harte, kalte Zeit, Kleiner. Es ist wirklich schwer, Grünfutter zu finden. Aber wir wissen ja, dass alle hier im großen Tal gern miteinander das Essen teilen. Unser Futter teilen? Habt ihr sie nicht mehr alle? Was wir hier haben, reicht nicht mal für uns. Natürlich reicht es. Sei doch nicht so selbstsüchtig. Ja, das ist schon sehr gut. Das ist doch kaum zu glauben. Erst kommt ihr einfach her und wollt unser Futter haben und dann beleidigt ihr uns auch noch. Jetzt spiel dich bloß nicht so auf. Jetzt werd ja nicht frech. Bitte, hier gibt's genügend Grünfutter. Das wird schon für alle reichen. Nein, es wird nicht reichen. Und selbst wenn, ich würde niemals teilen mit diesen aufdringlichen Eindringlingen. Hast du mich gerade geschubst? Hä? Du hast versucht, mich zu schubsen? Oh, wenn ich dich schubse, merkst du das schon. Du liebe Güte! Beleidigst mich! Dir werd ich Manieren beibringen, Dreihorn! Nein, nicht doch! Hört damit auf, bitte! Oh, also schön! Na komm schon! Wir hängen fest. Hör zu, wir teilen gerne das Grünfutter, das wir haben, mit euch, Freunde. Gut, danke. Aber das heißt nicht, dass wir mit euch zusammen sein müssen. Ach, nicht? Ha, wie schade. Stachelschwänze, mir nach. Das gibt's doch nicht. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? So was Hochnäsiges. Frechheit. Ja, aber... Sitzt ihr auf euren kleinen Ohren? Das gilt auch für euch beide. Habt ihr verstanden? Aber Tippi möchte mit Spikey spielen. Spikey gehört nicht zu unserer Herde. Er lebt hier. Und warum spielt dann deine Tochter mit ihm? Ich hab's verboten. Hast du verstanden, Tippi? Ich verbiete dir, mit diesem Stachelschwanz aus dem großen Tal zu spielen. Thank you.
Nein, Tippi, du hast gehört, was unser Anführer gesagt hat. Du darfst nicht mit Spike spielen. Tippi weiß, Mama. Denk nicht mal daran, Spike. Wenn diese Weitwanderer nicht mit uns zusammen sein wollen, schön, dann soll es so sein. Das tut mir so leid für dich und Tippi. Aber du kannst ja mit mir spielen, wenn du willst, Spike. Jap, jap, jap. Oh, nein, nein, nein. Spike ist zu traurig, um zu spielen. Das ist nicht gut. Oh nein, oh nein. Spike könnte mit Tippi spielen, wenn die Erwachsenen nicht sauer aufeinander wären. Das ist alles die Schuld der Weitwanderer. Wieso kommen die einfach her und verlangen von uns, dass wir unser Futter mit ihnen teilen, obwohl gar nicht genug da ist? Erwischt! Spike ist dran! Spike? Spike? Wo bist du hin? Ja, das bist du. Ach, du willst Hopperhopse mit mir spielen? Gute Idee. Spike. Oh, da ist er ja. Hey, er spielt ja mit Tippi. Oh, nein, nein, nein. Spike hört nicht auf das, was Mami gesagt hat. Wenn das irgendjemand sieht, dann kriegt er riesen, riesen Ärger. Oh ja, oh ja. Ich möchte nicht, dass Spike und Tippi Ärger bekommen. Nein, nein, nein. Vielleicht haben meine Freunde eine Idee, was wir machen können. Los, komm, Spike! Du holst Tippi sowieso nicht ein. Mal an, was Tippi sieht. Oh.
viel Grünfutter auf einmal, das gibt's doch nicht. Und, schmeckt das Spiky gut? Das müssen Spiky und Dippy den anderen erzählen. Aber dann wissen ja die anderen, dass Spiky und Dippy zusammen gespielt haben. Was machen Spiky und Dippy jetzt bloß? Hallo, wo warst du, Ducky? Wenn ich euch ein super geheimes Geheimnis erzähle, versprecht ihr mir dann, es nicht weiter zu erzählen? Niemals, niemals, niemals? Selbstverständlich, ja. Ja. Ich habe Spiky und Tippy gesehen. Sie haben gespielt. Zusammen. Was? Und was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Deshalb wollte ich ja mit euch sprechen. Oh, willst du es die anderen erzählen? Ich möchte nicht, dass Spiky Schwierigkeiten kriegt. Dann wirst du es also nicht erzählen? Naja, Spiky hat nicht auf das gehört, was Mami gesagt hat. Also, wenn du es nicht erzählst, dann tu ich es. Papsi, das wirst du nicht glauben. Zera, nein, nein, nein. Papsi! Papsi! Zera, nein, tu's nicht. Papsi! Ja, was ist denn, Zera? Stell dir mal vor, ich habe gerade gehört, dass... Bitte? Ja? Was hast du gehört? Ich habe gehört, dass... Wenn du das grüne Zeug mit den roten Blüten isst, dann bekommst du davon einen ganz frischen Atem. Das wusste ich doch schon. Das habe ich dir erzählt. Oh. Ach ja. Danke, 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 Zera. Jetzt ist das Geheimnis von Spiky und Tippy sicher. Was? Was? Tippy, was machst du da mit Spike? Tippy und Spiky haben nur zusammen gespielt. Das hatte ich dir doch verboten. Spike, ich hab dir das auch verboten. Also dein Spike muss meine Tippy überredet haben. Mein Spike kann gar nicht reden. Was ist hier los, hä? Das muss ich habe meiner Tippy gesagt, dass sie nicht mit Spike spielen darf, Tippy zu spielen. Aber sie hat aber es trotzdem nicht getan. Auf mich gehört. Spike er muss sie dazu überreden. Warum seid ihr zwei zusammen hierher gekommen? Na ja, weil Spiky und Tippy einen Ort gefunden haben, an dem ganz, ganz viel Grünfutter wächst. Was hast du gesagt? Hä? Grünfutter? Na schön, wenn Tippy es gefunden hat, dann gehört es uns. Von wegen. Uns gehört das ganze Grünfutter im großen Tal. Tippy sagt, wir erzählen ihm nicht, wo es ist. Hä? Oh. Und weg sind sie. Tippy? Tippy! Tippy! Spiky, wartet!
kommen dir zur Hilfe! Du bist ein ganz schön schwerer Klops, ja, ja, ja. Also, wenn wir gemeinsam unsere Kinder retten können, dann können wir auch zusammen essen. Ja, da hast du recht. Da ist was dran. Wir sollten uns vertragen. Sieh dir das an, Littlefoot. Von deinen Freunden haben sie gelernt zu teilen. Ist das nicht schön? Danke nochmal, dass ihr mit uns geteilt habt. Ich denke, jetzt wächst wieder genügend Futter, sodass wir unsere Reise fortsetzen können. Tippi wird Spiky vermissen. Spiky ist Tippis Freund. Und Ducky ist jetzt Tippis beste Freundin. Ja, ja, ja. Ich habe die Nächte der fliegenden Steine schon einmal erlebt. Ach ja? Ja, ich war noch ein Nestling und lebte im geheimnisvollen Jenseits. Ich habe meine Mama gesucht. Mami? Mami? Ruby, wo bist du denn nur? Sie kann nicht weit weg sein. Wenn ihr nun etwas passiert ist. Wir finden sie. Ruby! Mami, wo warst du denn? Ich hab dich gesucht, aber ich hab dich nirgendwo gesehen. Ich konnte dich auch nicht finden, aber ich verspreche dir, dass das nie wieder geschieht, mein Kleines. Wenn wir das zerklüftete Tal passieren, kommen wir zu einer Felshöhle, in der du sicher bist. Und wenn so etwas nochmal passieren sollte, dann läufst du sofort hierher und ich mach dasselbe. So können wir uns nicht verlieren. In der nächsten Nacht gab es noch mehr fliegende Steine und wir waren alle zusammen in der Felshöhle. Und jetzt passiert es wieder. Das heißt, ich muss zu dieser Felshöhle zurückkehren. Nicht jetzt, Ruby. Wenn die fliegenden Steine im geheimnisvollen Jenseits aufschlagen, können sie ein Feuer verursachen. Feuer? Im geheimnisvollen Jenseits gibt es nicht so viel Wasser wie hier bei uns. Ein Feuer kann dort sehr gefährlich sein. Aber wenn es gefährlich ist, dann findet meine Familie in der Felshöhle Schutz. Ich muss hingehen, um sicher zu sein, dass es ihnen gut geht. Das ist viel zu gefährlich, Ruby. Petri hat recht. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Oh ja, oh ja. Ich denke, ich muss ein bisschen nachdenken an meinem Nachdenkungsplätzchen. Ich weiß, es kann gefährlich sein, wenn ich gehe. Aber ich werde mich nie wohlfühlen, wenn ich nicht wirklich weiß, dass es meiner Familie gut geht. Hallo? Ist da jemand? Oder bin ich ganz allein? Du bist nicht allein. Oh nein, nein, nein. Ducky, du
Du hättest nicht den weiten Weg herkommen sollen und dann noch ganz allein. Aber ich bin nicht allein. Ich war bei deinem Nachdenkungsplätzchen, aber da warst du nicht. Also bin ich deiner Spur mit meiner Schnüffelnase gefolgt. Du hättest uns sagen müssen, dass du weggehst. Wir möchten dir doch helfen. Aber ich muss mich beeilen und ich bin am schnellsten, wenn ich allein bin. Ruby, es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Ja, das ist es, das ist es. Also kommen wir mit dir mit. Aber ich möchte nicht, dass meinen Freunden etwas passiert, weil sie mir helfen wollen. Dann wird mir nichts passieren und dir wird nichts passieren und uns allen wird nichts passieren, weil wir zusammen sind. Also, ich finde, das klingt logisch. Hä? Wir machen ja schon, so schnell wie wir können. Oh ja, oh ja. Verbrannten Bäume verbrannten, als ich das letzte Mal hier war. Sind wir bald endlich bei deiner Höhle? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß, wo die Höhle war, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ist ja auch schon sehr lange her. Da warst du noch viel kleinerer als jetzt. Na ja, aber wir kommen garantiert nicht an, wenn wir es nicht wenigstens versuchen. Da lang! Dieser Ort irgendwie bekannt vor. Das liegt daran, dass wir im Kreis gegangen sind. Es wird bald dunkel, Ruby. Dann müssen wir uns beeilen. Wenn die Höhle bei Licht schwer zu finden ist, dann ist sie im Dunkeln noch schwerer zu finden. Vielleicht hilft dir ja eine kleine Pause, dich etwas besser zu erinnern. Nein, ich werde weitersuchen, so lange, bis mir die Augen zufallen. Meister Blattnase hatte recht, auch in dieser Nacht kommen die fliegenden Steine wieder. Also im geheimnisvollen Jenseits sehen sie gar nicht so gefährlich aus. Siehst du die da, Spikey? Spikey? Wo ist er denn hin? Spikey? Spike, wo steckst du? Hey, Spikey, komm zurück! Nicht zu laut. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Spikey. Na schön, ruhen wir uns aus. Sie kommen immer näher. Aua! Ruby hat sich den Fuß verletzt. Ja.
haben uns übersehen. Da haben wir Glück gehabt. Sie haben bestimmt gehört, wie du nach Spike gerufen hast. Ihr hättet auf mich hören sollen. Warum seid ihr nicht zu Hause geblieben? Sie kommen wieder zurück. Wo sollen wir denn jetzt hin? Hierher! Hier lang! Oh. Worauf wartet ihr denn noch? Wo sind wir hier? In Sicherheit, bedankt euch später. Mir nach! Ich bin Skip. Ich hab gesehen, wie euch die beiden Hohlköpfe verfolgt haben. Ich kann die Typen nicht ausstehen. Mein ganzes Leben lang renne ich vor denen weg. Lebst du hier mit deiner Familie? Ich hab keine Familie. Weiß nicht mal, wer meine Eltern sind. Rotklaue hat sie schon vor langer Zeit erwischt. Zumindest glaube ich das. Die haben gemerkt, dass sie euch verloren haben. Hier lang! Kralle und Klaue, die suchen uns immer noch. Die werden euch nicht finden. Niemand kennt das geheimnisvolle Jenseits so wie ich. Kennst du vielleicht die Felshöhle in der Nähe vom zerklüfteten Tal? Die Felshöhle? Los, schnell, kommt mit! Der bewegt sich noch schneller, als er redet. Was sagst du jetzt? Das zerklüftete Tal? Die Felshöhle? Oh, ich danke dir, Skip. Sag ich doch. Ich kenne mich hier aus. Kommst du nicht mit uns mit? Ich bin schneller, wenn ich allein bin. Und ich muss noch viel erledigen, hab viel vor. Zurück jetzt in die Richtung. Alles klar. Danke, Skip. So hatte ich sie in Erinnerung. Wow, ist ganz nett hier. Jap, jap, jap. Aber wo ist meine Familie? Habt ihr sie gesehen? Nein, nein, nein. Warum sind sie nicht hier? Hä? Was war das? Ruby, bist du das Kind? Ich bin es, oh ja. Ruby? Unsere Ruby. Sie ist es wirklich. Wir hatten nicht erwartet, dass hier jemand ist. Vor allen Dingen nicht du, meine kleine Ruby. Aber wir sind froh, dass du da bist. Ich bin auch ganz doll froh, dass ihr da seid. Ach, Ruby, ich freue mich so, dich zu sehen, meine Kleine. Aber du hättest nicht herkommen sollen. Das ist zu gefährlich. Das haben meine Freunde auch gesagt. Aber sie sind trotzdem mitgekommen. Das sind sie, ganz ohne Frage. Oh, sie müssen dich wohl sehr ins Herz geschlossen haben. Ja, es ist fast so, als wären sie auch meine Familie. Ja, ja, ja. Wir sind eine große Talfamilie. Ja, das sind wir. Ja, das sind wir. Oh, vielen Dank, Ducky. Chomper. Spike. Ja,
Jetzt weiß ich, dass es euch gut geht und kann wieder zurückgehen. Ich muss Chomper helfen, herauszufinden, wie man das geheimnisvolle Jenseits vor Rotklaue beschützen kann. Wir werden hier immer für dich da sein, Ruby. Ja, ich weiß. Ich bin wieder da, wenn ich zurückkehre. Gekommen sind. Oh, danke, ich, oh nein! Schnell, Freunde, hier lang! Petri? Was macht Petri denn hier? Mir helft euch deswegen hier, schnell! Mir Weg zu sicheren Platz gesät! Großvater Langhals? Auf mit euch! Na komm, Skip, du auch! Ich hab dich! Und hoch geht's! Ihr seid gerettet! Oh. Littlefoot! Petri? Zera! Wir haben uns Sorgen um euch gemacht, deswegen sind wir euch gefolgt. Ich wusste, wir finden euch nie, wenn wir nicht hier raufsteigen. Wer euch gefindet, aber dann fängt die Feuer an. Habt keine Angst. Wir kehren zurück, sobald das Feuer nachgelassen hat. Ja. Na also, das Feuer ist schneller gelöscht, als ich dachte. Da haben wir aber so für ein Glück, löscht das Feuer schnell aus. Toll. Yippie. Hurra! Skip! Du bist im großen Tal herzlich willkommen. Japp, japp, japp. Ach, meinst du wirklich? Ich meine, ich habe keine Familie, bei der ich bleiben kann. Glaub mir, Skip. Im großen Tal zu leben ist, als ob man mit einer großen Familie zusammenlebt.